So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Call of Duty Modern Warfare 2019 und wir sind auf der Map Gunrunner. Ja, Call of Duty ist wirklich wieder zurück, finde ich. Was den Spielumfang und ja, den Spaß angeht, ist es schon echt ein gutes Spiel. Klar wird aber auch gerade heiß diskutiert, wie das Spiel sich ändern muss, damit es noch mehr Spaß macht. Ja, Infinity Ward hat ja viele Dinge an Map Design geändert, was man zuvor als das 3-Lane-System gekannt hat. Also es gab immer drei ja, Laufwege auf der Map, die man gehen konnte und links und rechts war halt eigentlich abgesperrt. Und jetzt ist es aber so, dass man hier in dem Spiel viel mehr hat, viel mehr Ecken, wo man sich verstecken kann, viel mehr Orte, wo man, ja, wo man campen kann, leider auch. Und es wird halt auch gemacht. Was auch der Grund ist fürs Campen ist, oder warum so viele jetzt campen, ist halt, weil man auch sehr schnell stirbt. Also man stirbt wirklich fast nach zwei, drei Kugeln, kommt immer drauf an, welche Waffe man hat. Und das macht das Ganze dann noch schwerer. Was auch dazu beiträgt, ist, dass man ja auf der Minimap nicht angezeigt wird, wenn man schießt. Also zumindest, oder besser gesagt, ja, auf der Minimap, wenn man schießt, sondern nur auf dem Kompass. Und ja, viele Leute nutzen das klar auch aus. Und da wird gerade heiß diskutiert und die, ja, Spieler wollen da einige Änderungen. Es ist auch krass, wie laut man die Schritte hören kann. Ja, die Schritte sind wirklich mega laut zu hören. Und was auch ziemlich schlimm ist, ist, dass die Charaktere immer wieder die Gegner, wenn sie Gegner sehen, dann rufen sie Gegner gesichtet oder Gegner voraus und so. Und leider können das die Gegner im Team, also im Gegnerteam, hören. Und dadurch wird man entdeckt einfach. Also dadurch wird man einfach, ja, von anderen Spielern entdeckt oder sie hören das dann, drehen sich um und killen einen dann. Und das ist auch noch ein Problem, wo die Entwickler dran arbeiten müssen. Jetzt soll aber im Ende November oder Anfang Dezember soll aber ein großer Patch kommen, der einiges vom Spiel überarbeiten wird, nicht nur die Balance, sondern auch einige andere Sachen. Und trotzdem finde ich aber, auch wenn die Dinge, die gerade so heiß diskutiert werden, ja, ziemlich krass sind, trotzdem habe ich Spaß beim Spiel. Trotzdem finde ich das Spiel wirklich gut und mir macht es riesengroßen Spaß. Ich finde, man muss sich halt ein bisschen anders anpassen dann an dieses Map-Design und man muss einfach ein bisschen anders spielen. Und man muss ja ein bisschen taktischer vorgehen, ja. Man muss jetzt nicht unbedingt campen, aber es campen halt viele andere Spieler. Und dadurch wird es dann schwierig, nicht selber auch mal zu campen. Weil wenn man dann nur rausrennt, wird man halt von den Leuten, die warten und den Gang abdecken, dann automatisch erwischt, weil die halt einfach warten und wenn man dann rausrennt, weil man Rusher ist, also es gibt ja verschiedene Gameplay-Styles, die man haben kann beim Call of Duty, dann hat man das Problem, dass man erwischt wird und deswegen, ja, ist es halt dann ein Problem, dass man, ja, sowas nicht wirklich beheben kann oder zumindest was dagegen tun kann. Ja, ich hoffe trotzdem, dass die Entwickler etwas dran ändern, zumindest ein bisschen an den Fußschritten. Es ist ja gut, dass man die Fußschritte hört dagegen, aber wenn man sich so laut hört, dann kann man wirklich jemanden schon 30 Kilometer entfernt hören, gefühlt. Und das ist halt auch nicht das Richtige. Also man soll sich schon eigentlich flankieren können oder anschleichen können bei manchen. Und dadurch, dass Totenstille kein Perk mehr ist, sondern eine Ausrüstung, ist es klar auch dann ein bisschen schwieriger, um sich dann mit diesem Perk eventuell anschleichen zu können. Und eventuell werden sie das vielleicht ändern. Da bin ich mal gespannt drauf. Nichtsdestotrotz finde ich die Maps wirklich cool. Eine Sache, was mich auch noch ein bisschen stört, oder zumindest was ich finde, was sie noch ändern können, ist halt, dass man, ja, dass die Maps mit mehr Spielern gespielt werden. Es gibt manche Maps, die sind nicht für die Spieleranzahl ausgelegt. Also es gibt ja bei Battlefield ist es so, dass jedes Mal, wenn eine Runde startet und die Spieler dann zum Beispiel weniger sind, also es gibt ja dann verschiedene Arten von Runden mit 32 oder 64 Spielern, je nachdem. Und da wird es dann so, dass die Map einfach abgedeckt wird. Also sie wird einfach kleiner gemacht für die Spieleranzahl und anders eben designt für diese Spieleranzahl. Und dann hat man nicht das Gefühl, dass man 3 Kilometer läuft, um einen Gegner zu finden. Hier ist es aber so, dass jede Map einfach mit jeder Spieleranzahl gespielt wird. Und dadurch gibt es Momente, wo man auf manchen Maps einfach so lange läuft, bis man mal einen Gegner trifft. Und dann ist COD ist anders designt, weil COD ist so designt, dass man immer
mit Gegnern rechnet. Und jedes Mal, wenn man mit dem Gegner rechnet und es kommt keiner und dann kommt einer, wenn man nicht damit rechnet, dann ist man meistens, dann hat man den Zweikampf meistens verloren, weil man nicht vorbereitet ist. Und deswegen finde ich, könnten sie auf manchen Maps einfach die Spieleranzahl ein bisschen erhöhen. 5 Spieler mehr oder so würden schon reichen. Und dann hätte man dieses, ja, dass man nicht so wenig Spieler auf der Map hat. Das wäre dann viel besser. Aber das muss man abwarten, wie sie das ändern werden. Es ist ja bekannt, dass jetzt einige krasse Änderungen ins Spiel kommen werden und die Entwickler dran arbeiten. Ich habe jetzt die anderen Modi noch nicht ausprobiert, also Bodenkrieg zum Beispiel habe ich noch nicht ausprobiert, das werde ich auch noch mir mal anschauen. Und dann ist noch ein großes Thema im Spiel das Skill-Based Matchmaking. Die Entwickler haben ja gesagt, dass das eingeführt wird, um eben auch Leuten, die gerade das Spiel anfangen, nicht mit Leuten zu matchen, die ja viel krasser drauf sind, viel besser spielen. Und deswegen, ja, haben sie das eingeführt und da sind auch viele drüber am Diskutieren, dass das eigentlich nicht wirklich gut ist. Denn es sollte schon Runden geben, wo man dann mal eine leichtere Runde hat und eine schwerere Runde. Und hier ist es halt so, dass jede Runde immer gleich ist, weil sie eben immer Skill-Based Matchmaking hat. Und auch das wird gerade heiß diskutiert in der Community. Und ja, ich denke mal schon, wenn die Entwickler aufs Feedback der Leute hören, die eben damit ein Problem haben, dann werden sie da, denke ich, auch eine gute Lösung für finden. Aber ansonsten finde ich das Spiel wirklich genial, ja. Es ist bis auf diese kleinen Kritikpunkte ist es wirklich super gemacht. Es macht riesengroßen Spaß. Die Grafik ist super, der Sound ist geil, die Waffen sehen toll aus, das Waffenanpassungssystem im Spiel ist super. Also das macht richtig Spaß, hier seine Waffen anzupassen. Und das Coole ist halt auch, dass man sich seine eigenen Waffen dann zusammenbauen kann, weil es eben so viele Möglichkeiten wie noch nie gibt. Und das finde ich wirklich richtig toll. Und da haben sie einfach einen guten Job gemacht. Und ansonsten, ja, gibt es klar die ein oder andere Sache, wie zum Beispiel die Claymores, dass man die nicht so leicht, ja, dass man denen nicht wirklich ausweichen kann manchmal oder dass die einfach zu schnell gelegt werden. Dass sie da eventuell noch was machen können, weil es gibt zum Beispiel Situationen, wo man den Gegner schon getötet hat, er aber die Claymore so schnell legt, dass man gar keine Chance hat, noch zu reagieren und dann stirbt man trotzdem noch. Da könnten sie eventuell auch noch was machen. Denn bei der Granate ist es ja auch so, wenn man die wirft, dass man erst den Stift rauszieht und dann wirft man die. Bei der Claymore klatscht man die einfach so auf den Boden. Da könnten sie auf jeden Fall auch noch ein bisschen was anpassen. Aber ansonsten macht es schon wirklich viel Spaß. Also, wenn man sich ein bisschen dem Design des Spiels anpasst und ein bisschen anders spielt, ja, ein bisschen taktischer vorgeht, ein bisschen andere Laufwege nimmt, dann ist es schon machbar, ja, dass man hier Kills macht und nicht sterben muss die ganze Zeit. Man hat halt nicht wirklich die Chance, wenn man zum Beispiel von hinten abgeschossen wird, dass man sich noch schnell umdreht und drauf reagieren kann. Denn von hinten ist man meistens dann tot, weil einfach die Time to Kill so schnell ist, dass man da nicht wirklich reagieren kann. Aber ja, man muss einfach mal schauen, was die Entwickler noch machen werden und wie sie das alles noch, ja, anpassen werden, gemäß dem Feedback der Community. Und ansonsten finde ich, muss man nicht wirklich viel ändern, ja. Einfach ein bisschen die Spawns noch ein bisschen überarbeiten, weil da gibt es auch manchmal Probleme, dass man, ja, wenn Gegner in der Nähe sind, da spawnt, wo die in der Nähe sind und dann ist man gerade gespawnt, hat noch den Bildschirm, der schwarz ist, dann kommt es ins Spiel rein und dann ist man schon, ja, ist man schon tot, weil man gar nicht reagieren konnte, so schnell. Ja, aber sonst muss man einfach mal schauen. Das Spiel ist ja jetzt erst kurz draußen. Es ist ja noch nicht so, dass jetzt hier alles in die, ja, versinkt von dem Spiel oder so, sondern man kann da wirklich noch viel machen. Und wenn man die richtigen Punkte am Spiel verbessert und verändert, dann wird das Spiel auch noch besser ankommen bei der Community, weil das Spiel ist super designt. Es hat viele gute Dinge, die eben COD noch nie gemacht hat. Aber es gibt halt diese kleinen Änderungen, die sie eingeführt haben, die dann eventuell nicht wirklich so Sinn machen, wie sie im Spiel drin sind. Und ansonsten finde ich auch die Maps ziemlich cool, ja. Auch wenn die jetzt nicht dieses Drei-Linien-System haben, wie sie designt sind, sondern eher anders designt sind, finde ich sie trotzdem cool. Also die sehen atmosphärisch ziemlich gut aus. Die haben auch coole, ja, coole Orte, die man sich leicht merken kann, um dann eventuell den einen oder anderen Platz zu finden, wo man sich dann verteidigt. Aber das soll es dann auch gewesen sein und ja, schreibt mir mal, was ihr drüber denkt, wie ihr das Spiel findet und wie immer, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.